Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute geht's weiter an unserem BMW E28 520i. Eigentlich wollten wir ganz anders vorgehen. Im Werkstatt Alltag habt ihr ja gesehen, haben wir den Tacho schon gemacht und ich habe so viele Ersatzteile für dieses Auto schon bestellt, die wir jetzt einbauen möchten. Ich habe ja gesagt, dass wir dieses Auto tiefer legen wollen. So, ich hatte mit KAW natürlich schon telefoniert, machen wir ja ganz viel mit. Ihr wisst, Mercedes T-Modell ist damit tiefer gelegt, unsere ganze 123er Flotte ist damit tiefer gelegt und es gibt auch einen Federnsatz für den E28. Habe ich zugeschickt bekommen, da habe ich schon gesehen, oh, die Stoßdämpfer sehen auch nicht mehr so fit aus. Da habe ich telefoniert mit Raab Motorsport, kennt ihr bestimmt, ganz bekannt für BMW. Und der schickt uns ein KW-Gewindefahrwerk im Klassikbereich für das Auto. Aber ich muss zugeben, das dauert jetzt noch eine Zeit, bis das Fahrwerk kommt, also circa 3 Wochen. Und ihr seht, diese Reifen verlieren Luft. Und das Auto hat halt einen Wartungsstau, was Reifen, Federn, Felgen betrifft. Für mich ist das ein Wartungsstau. Also habe ich mir überlegt, wir machen jetzt weiter, weil ihr wollt ja auch immer alles sehen, sag ich mal. Wir haben den Kofferraum schon voll Teile. Da liegen unter anderem ganz viele Achsteile, Zimmermann-Bremsscheiben vorne, hinten oder hinten vorne, Klötze neu, Einsatzdichtungen für Tür und die fehlende Heckklappendichtung. Bevor wir das Ganze off-cam machen, habe ich mir überlegt, nehmen wir euch wenigstens mit, was wir bis jetzt alles einbauen. Also das Fahrwerk, was wir jetzt erstmal einbauen, wird wieder rausfliegen. Andersrum ist es vielleicht gut, weil ich auch eure Kommentare verfolgt habe und habe jetzt oft gelesen, nicht BBS drauf machen. Wenn wir das Ganze TÜV und H-konform haben wollen, komm mal rum, müssen wir den Rolldurchmesser, das kennst du ja immer, den Reifenumfang, immer identisch haben. So, da müssten wir fahren auf der Vorderachse bei einer 8J-Felge 205, 55, 16 und auf der Hinterachse 225, 55, 16. 225, 50, 16. Das ist aber so eine Schwarte. Ist zeitgemäß, aber ich glaube, geiler finde ich 17 Zoll auf dem recht großen Auto. Ich bin gespannt, was wir jetzt auf jeden Fall machen. Der Julian wird jetzt die ganzen Lenker, Bremsen einbauen und gleichzeitig den KAW Tieferlegungsfedernsatz, um zu gucken, wie er da mit Static-Federn steht, um zu gucken, wie das Ganze so steht. Und ich bin mal gespannt. Mit KW-Gewinde können wir natürlich dann noch mal ein bisschen vielleicht variieren. Tiefer, höher. Und ob dann die Felgenwahl erstmal ist. Aber ich sage euch, das Auto muss ins Museum. Ich möchte den nicht draußen so stehen lassen. Und mit den abgegurkten Winterreifen, die andauernd Luft verlieren, wo wir alle 2 Tage Luft drauf machen, möchte ich den auch nicht abstellen. Also fangen wir jetzt mit dem Umbau an. Und nehmen euch gleich mit der Kamera mal zwischendurch mit. Junge, Junge, Junge. Der Julian hat aber auch wirklich die ganze Vorderachse jetzt hier auf dem Boden liegen. Und wie wir sehen, machen wir jetzt hier auch keine halben Sachen. Wir machen komplette Lenker neu, unteren Lenker komplett neu. Ich habe gerade Reifen bestellt für die BBS-Felgen. 205, 55, 16 auf die Vorderachse, 225, 50 auf die Hinterachse. Das werden wir alles nachher hier verbauen und gucken uns das Ganze an. Ich wiederum glaube jedoch, wenn das Gewindefahrwerk kommt, dass wir das noch ein bisschen schöner anpassen und vielleicht dann auf eine andere Felgenwahl gehen. Ich bin gespannt, wie es aussieht, aber das ist schon eine Menge Aufwand. War das denn alles so, wo du sagst, das war durch? Siehst du hier, da fängt es ja schon an. Ja, das gerissen, ist Standschäden. Ne? Und hier auch durch. Dann, da hat es langsam angefangen einzureißen irgendwo. Irgendwo da, ja, da sieht man es ganz leicht hier. Und also eigentlich im Prinzip alles. Das kann auch nicht geschadet haben. Die Vorderachse neu machen, schadet es ja nicht. Zumal, wenn das Fahrwerk dann komplett kommt mit Stoß, dann war ja wirklich alles neu. Genau. Findest du das schlimm, dass das Auto tiefer legen? Gar nicht. Würdest du das tiefer legen, wenn es deiner wäre? Ich würde es wahrscheinlich sogar genau in dem Setup, wie wir es vorhaben, jetzt mit dem BBS genauso machen. Weil mir gefällt das brutal. Hinter der Kamera steht das Sven, den brauche ich nicht fragen. Gehört einfach dazu, ne? Natürlich. Ich sag mal so, und nochmal, wir zerstören ja an dem Auto nichts, wenn wir diese Bauteile hier ausbauen. Man sieht, man kann ja auch alles mögliche andere ausbauen, was zu einem Wartungsstau führt. Also von daher, ich finde, wenn jemand sagt, so Auto tiefer legen, ist das kaputt gemacht. Ich verstehe es nicht, für uns ist das immer gut. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze gleich aussieht, wenn es in umgekehrter Reihenfolge wieder drin ist und wie das Ganze gleich so vom Fahrwerk her steht. Das gucken wir uns gleich an. Junge, Junge, was haben wir bei diesem Auto bis jetzt schon alles neu gemacht? Vom Zahnriemen, das haben wir übrigens schon im ersten Video gemacht, was ihr nicht gesehen habt. Aber ich glaube, da gibt es sogar B-Roll von. Zündkabel haben wir noch erneuert. Verteilerkappe, Finger.
Also motormäßig, Luftfilter ist klar, das gehört ja eh dazu. Hier ist alles fit, ne? Ja. Achsen habt ihr gesehen, war alles auseinander. Bremsscheiben, Bremsklötze. Das Ganze natürlich auch nochmal an der Hinterachse. Bremsscheiben, Bremsklötze. Also hier ist komplette große Inspektion durch, ne? Jetzt haben wir ja das Ding gehabt mit den Felgen. Ich lasse mich beeinflussen. Kennst du das, wenn man sich beeinflussen lässt? Ja, kenne ich. Oh, da habe ich immer gesehen, ey, der kauft nur die billigsten Reifen, immer den Schrott. Immer bin ich danach gegangen, bin immer gut gefahren mit den billigen Reifen. Warum? Jetzt habe ich teure Reifen gekauft, komm mit. Also im Verhältnis, nicht die günstigsten Reifen. Und mir war vorher klar, dass das Backsteine wären, die Reifen, also Ballonreifen. Aber jetzt guck dir das mal an. Oh, weia. Das war natürlich dem Reifen Rad-Rollumfang entsprechend der Serienbereifung. Ich sage es euch ganz ehrlich, wir schrauben das jetzt da drauf. Das wird mit Sicherheit auch schön aussehen, aber ich weiß ganz genau, wenn vom Rad das Gewindefahrwerk kommt, fliegen die Reifen wieder runter, dann kommen flache Decken drauf und dann drehen wir das Ding schön tief, dass das geil aussieht. Jetzt machen wir den Vorführeffekt, wie es TÜV-mäßig toll ist und hier Kuss geht raus. Hätte ich mal ein paar billige Reifen gekauft, hätte ich mich nachher nicht geärgert. Das waren jetzt, ich glaube, 350 Euro für Reifen, die wir definitiv wieder runter machen, weil ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Ich mag diese schwarzen Reifen nicht. Oder wir müssten 2 Zoll größer, 18 oder gar 17 Zoll. Lang genug aufgeregt, Julia, wir schrauben die Räder mal drauf, weil ich glaube, das wird gut aussehen erstmal. Übrigens, KW-Federn, wofür sind die bekannt, weißt du, Sven? Für ordentlich Tiefgang. Jawohl. Und ich habe mich bei dem Auto gesagt, komm, wisst ihr was, ich packe mal tiefer in die Tasche und hole mal wirklich ein KW-Gewindefahrwerk. Und da bin ich mal gespannt, das Thema Tiefgang und Fahrbarkeit. Das wollen wir jetzt gleich ausprobieren. Erstmal fahren wir damit. So ein Radsatz übrigens bereift in 8 und 9 mal 16 ist das. Mit Reifen habe ich gesehen zwischen 3.500 und 5.000 Euro. Das ist schon ein paar Euros, ne? Also Fahrzeug wird verdoppelt. Ja, auf jeden Fall. In dem Falle kannst du das genauso sagen. Ich bin gespannt. Wir rattern ihn mal eben fest und dann geht's runter. Meinst du, das ist von der Tieferlegung her schon passend? Also so wie er jetzt auf Serienfelgen draußen stand mit der Tieferlegung, das war schon amtlich. Das steht aber schön. Und das passt, glaube ich. Ja, das ist eng, aber... Aber ist mir zu viel Reifen. Das sehe ich jetzt schon, ist mir zu viel Reifen. Ich sag euch, ich wüsste jetzt, wie gesagt, 15, 40 ist vielleicht ein bisschen zu heftig, aber da muss eine andere Reifengröße drauf. Letztendlich ist es ja auch eine Geschmackssache, aber andersrum vielleicht, wenn man mal rausfährt, vielleicht gewöhnt man sich ja dran, ne? Mhm. Ja, doch, ist schon viel Reifen, ne? Ist zu viel, also vorne viel zu viel Reifen, das sieht nicht stimmig aus. Erstmal zur Tiefverlegung. Perfekt. Tiefverlegung, sehr gut. Perfekt. Ich bin der Meinung, da kann man nichts verändern. Der hat hinten einen kleinen Ticken höher wie vorne. Das ist, glaube ich, auch ein... Müsste bei KW auf der Seite schauen, ich weiß es gerade nicht. Aber es steht perfekt. Ralf, komm mal zu uns. Ich würde das halt ein bisschen weniger machen. Also du meinst auch flachere Reifen, ne? Ja, aber nicht zu extrem, weil das wirkt dann wieder zu modern. Das ist genau das Zwischen. Du musst jetzt halt die Kurve kriegen zwischen so Hypercars, so richtig flach und Mühe hat es gar nicht gegeben, und Schwarte. Hinten, finde ich, geht's, aber vorne finde ich das zu viel. Komm mit, ich zeige euch jetzt mal was. Wir gehen jetzt mal zu dem Opel Manta. Das ist ja eine 9x16 Felge, also Breite 9J, 16 Zoll groß. Ich glaube, das ist zu viel Tire Stretch. Und ja, gut. Finde ich doch eine Runde zu flach, oder? Ja. Wir müssen ein Mittelding finden. Wir müssen ein Mittelding finden. Oder was ich sagen muss, was man auch machen könnte, wenn man es so lassen würde, müsste ein Stück höher. Nee. Sowas machen wir nicht. Sowas fangen wir hier gar nicht erst an. Ralf, höher legen ein Stück? Julian? So, eindeutig, alle seid ihr da draußen überstimmt. Wir legen, lass den tiefer liegen. Also so bleibt er liegen. Wie geht's weiter fort? Das weiß der Julian noch gar nicht. Wir haben am Sonntag oder am Montag, am Pfingstmontag, lag was vor der Tür. Mhm. Also bei uns vorm Tor. Wir haben ja das Tor abgeschlossen. Hallo Team 77, hier sind einige Teile für den E28. Unter anderem die obere Leiste der Fahrertürverkleidung, die bei eurem schönen 520i beschädigt ist. Viele Grüße, war zufällig am Pfingstmontag in Dortmund. Schöne Grüße vom Jan aus Bremen.
müssen das mal auspacken. Da wird der Julian sich, glaube ich, freuen. Hier sind natürlich noch andere Sachen. Ich glaube, das könnte, nur mal zum Gucken. Diese Leiste sein, aber in Chrompaket. Mhm. Wir haben hier ein Shadowline, also sprich schwarz. Aber ich glaube auch, diese Chromteile gibt es mittlerweile nicht mehr an jeder Ecke. Also ganz seltenes Zeug legen wir uns, wie wir das immer machen, so wie ich es jetzt zumindest mache. Wenn wir Autos zu den Ersatzteilen haben, packen wir das eigentlich immer im Kofferraum. Hier zum Beispiel habe ich einen Dichtungssatz komplett bestellt. Da passt die Dichtung für den Kofferraum passte nicht, ne? Und ich habe extra die richtigen bestellt. Ich habe extra einen ganzen Satz bestellt. Julian, ich habe am Pfingsten ein Paket bekommen. Guck mal, das liegt da. Finde ich voll geil. Ich sage ja, unsere Community passt auf. Kannst du dich daran erinnern, was bei uns beschädigt ist? Hier hat unsere einen ganz kleinen Riss. Und die ist mackenfrei. Ja, das ist gut. Das heißt, die können wir auch umbauen. Hier sind noch mehr Teile drin. Hier Spiegelschalter. Gut, ich glaube, das ist ja, ne? Mhm. Ich mal überlegen, meinst du, wir sollen mal so eine Probefahrt machen, ob der schleift? Ich glaube, der ist, also es sieht vorne sehr knapp aus für mein Empfinden. Oh. Der hebt sich zwar ein bisschen an, aber dann federt er ein und dann ist wieder Ende, weißt du? Nein, das gehört sich dann. Okay, keine Probefahrt. Jetzt haben wir schon wieder einen klaren Vorteil, wenn wir jetzt ein Gewinnefahrwerk bekommen. Weil dann können wir uns ja die Höhe einstellen. Aber uns ist klar, die Reifen bleiben nicht drauf. So, jetzt habe ich hier einen. Der ist so ein bisschen der Originaltyp. Weißt du, was ich meine? Mhm. Patrick, was sagst du zur Radreifenkombination in Verbindung mit Tiefwallin und meinem BMW? Finde ich gut. Willst du den Reifen flacher machen oder so lachen lassen? Okay, ich würde ihn so lassen. Aber ich kann nicht fahren, weil es schleift. Wirklich? Ja. Scheiße. Was machen wir? Höher legen dann? Nö. Wie? Willst du den Wagen nicht höher legen? Nein. Also flachere Reifen. Eindeutig beschlossen. So, jetzt müssen wir warten, bis ich in meinem Gieren geguckt habe, welche Reifen ich jetzt bestelle. Na, da müssen wir ein bisschen was klügeln. Wir gucken mal, welche Reifengröße wir jetzt bestellen und wir sehen uns gleich wieder mit neuen Reifen. Der erste Satz Reifen ist angekommen, Sven, der steht da hinten. Aber jetzt kommt der abgehobene Markus. Sven, guck gleich mal mit. Guck mal, Sven, das sind die Reifen, die ich jetzt bestellt habe. Aber ich sag dir, das ist mir zu wenig Flanke. Was sagst du? Das sind Falkenreifen. Falkenreifen, oh. Und zwar habe ich jetzt bestellt 225, 40, 16 und vorne 25, 45, 16. Das sind die da drunter. Komm, zeig ich dir auch fix. Ich finde sie sehr, sehr flach. Ich bin eigentlich so in 80% der Fällen für flache Reifen, aber ich vertraue dir da jetzt einfach mal. Da ich mich ja immer beeinflussen lasse von Kommentaren, habe ich ja immer gute Reifen gekauft. Jetzt habe ich gesagt, jetzt übertreibe ich es richtig. Habe noch einen dritten Reifensatz bestellt. Okay. Und jetzt warten wir, bis der dritte Reifensatz da ist, den wir dann montieren. Aber unser BMW, das ist nicht unser BMW, da fährt ein Getriebe rein, aber unser BMW fährt ja gerade rein. Aber jetzt kommt der Knaller in dem Video, warum es ein Update gibt. Julian, warum bist du hier drin? Ja, wir haben da so ein hübsches Päckchen bekommen. Heute kam Post. Mit Haribo drin. Ja. Für wen sind die wohl? Weiß ich nicht. Für dich? Für mich glaube ich nicht. Wollte ich gerade sagen, die sind bestimmt für mich. Da hat uns einfach jemand ein E820 Tacho zugesendet. Der ist aber von einem 525, würde ich behaupten. Weil er hat Tachoskala bis 240, aber ich gebe dem den Julian trotzdem, weil unsere Tachoskala, sieht man, ist bis 220, so sieht man es besser. Und da ist auch die Anzeige in Zeit, sehen ein bisschen anders aus. Kilometerstand ist besser, also du warst ja eh schon ein paar Mal weg, deswegen, deswegen können wir den Tacho auch einbauen. Und eine Uhr war noch dabei, ne? Mhm. Ich glaube, so rum ist die, ne? Oh, ja. Oder so? Ich weiß es nicht. Wo ist denn diese Uhr? Haben wir die auch? Wir haben eine Digitaluhr da. Boah, Junge, ist das heiß hier drin. Ich bin gespannt. Das wollte ich euch jetzt noch mitteilen, weil wenn der Tacho mit Drehzahlmesser jetzt geht, polieren wir das Glas von der Tachoeinheit
Und dann haben wir nämlich erstmal einen neuen Tacho mit Drehzahlmesser. Ich sag nochmal, und das meine ich wirklich ernst, wir haben die allergeilste Community. Ihr steht uns immer zur Hilfe, zur Seite, schickt uns Handbücher für Toyota, so was ihr uns schon alles zugeschickt habt. Und Essen. Und Essen und Enten und was wir alles bekommen haben. Für Ralf Kaffeetassen. Na Ralf, die kam auch aus der Community, die Tasse. Ja, die ja. Und die wird immer und immer wieder benutzt, ne? Was war denn mit der anderen? Die ist runtergefallen, ne? Die ist mir eine Hand zerbrochen. Da freue ich mich jetzt gerade riesig drüber. Das wäre natürlich geil, wenn der auch noch direkt funktioniert, ne? Ja, das wäre schon Jackpot, ne? Das wäre wirklich Jackpot. 2 Minuten sehen wir uns wieder, ob der Tacho geht. Das ist ein Moment. Ja, ich bin dabei. Oh, Blinker geht. Blinker andere Seite geht auch. Aber keine Kontrollleuchte. So. Oh, Junge! Oh, Inspektionslampe geht auch. Batterie-Kontrollleuchte geht nicht, sehe ich ganz rechts. Mach mal deine Funzel aus, sonst sehe ich nämlich nicht, ob Licht geht. Okay, ich gehe mal weg. Warte, ich mach Funzel aus, ist okay. Irgendwas leuchtet hier auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, was hier jetzt leuchtet. Kommt der spannendste Moment, reiß mal einen Schlüssel an. Also das kann ich dir noch nicht sagen, ob hier das geht oder nicht. So, Drehzahlmesser. Und. Boah, geil, Alter! Boah, Tanknadel hat ein bisschen. Ja, kann sein, dass sie ganz leer ist. Inspektion ist fällig. Ja. Mega. Oh, hast gesehen, Verbrauchsanzeige ne? geht auch. Ja, yeah, Mann. Nochmal ganz großes Danke für das Zuschicken der Tacho-Einheit. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn du das verkauft hättest, also ich spreche jetzt denjenigen an, der sie geschickt hat, da hättest du locker bei Kleinanzeigen 300-400 Euro für bekommen. Mache ich auch keinen Hehl draus. Wir haben nicht nach Tacho-Einheiten geguckt. Und ich habe keine gefunden, ich habe allerdings nur nach der Skala geguckt, bis 220 für den 520. Aber so ist das für uns auch völlig okay. Ich nehme das da eh nicht so ernst, wir haben eine Tachoerweiterung, falls ja doch mal jemand der dickere Motor reinkommt. Ne? Ihr wisst ja, vielleicht machen wir da doch mal einen anderen Motor rein. Aber erstmal funktioniert das Ganze. Nochmal herzlichen Dank. Jetzt warten wir noch auf den zweiten Satz Reifen und dann wird es richtig wild. Dann wird es nämlich ein Reifen-Felgentuber-Bubbel. Welche Felgen, welche Reifen auf diesem 5er BMW nachher landen? Die Haribos nicht mehr finden. Wie? Die sind weg. Hast du die gegessen? Nee, die sind weg. So, nachdem wir den Tacho repariert haben, geht es jetzt endlich um unsere Reifen. Micha, du bist ja so relativ neu hier in dem Thema. Was in sagst du? Nee, in dem Thema. Was sagst du denn? Speziell die vordere Reifengröße. Was sagst du dazu? Ist ein bisschen zu sehr ballonmäßig. Das habe ich mir auch gesagt. Das ist die Reifengröße, die man auf dem Reifenrechner der Umrechnungsfaktor ist. Jetzt habe ich aber gesehen, der hat 195, 65, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nochmal mit Mutlu auch telefoniert und der sagte, die Reifen, die ich jetzt bestellt habe, nachdem ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wir bestellen flache Reifen. Ich will jetzt einmal mal kurz eine Flanke messen, vorne, die man so sieht, also ungefähr. Diese Reifenhöhe kann man ja nicht in Zentimeter angeben, sondern das ist, jetzt muss ich mal einmal was ausholen, was ich auch nur auf Halbwissen weiß. 205er Breite. 55% davon, glaube ich, ist die Höhe. Habe ich es richtig in Erinnerung? Und 16 Zoll ist natürlich die Zollgröße. Also von den 205 sind es 55%. In dem Fall in Zentimeter, grob über dem Daumen, 9,5 circa. Und hinten sage ich, ist es jetzt schon weniger. Da haben wir 205, 50%. Und da sind es dann circa 9. Und das war mir zu wulstig. Wir merken uns die 9. Vorne finde ich es ja auch schon schlimm. So, jetzt komme ich. Das Thema Reifen. Nicht die billigsten Gurken bestellt. Ich war ja frustriert, wo ich das gesehen habe. Bin direkt hoch, habe einen Faltenreifen bestellt in 225, 40, nicht 50. Und wenn wir jetzt grob gucken, hier über die Kante, haben wir jetzt nur noch 5,5 cm. Siehst du das? Mhm. Das ist, glaube ich, zu wenig. Jetzt habe ich mich schon geärgert, umsonst bestellt. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, scheiß der Hahn drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt habe ich einen Langgang bestellt, 225, 45. Und hier haben wir ungefähr 7. Ich glaube, das ist der perfekte Kompromiss, den man sogar noch eingetragen bekommt, weil er auch die Tragfähigkeit von 89 hat. Rein technisch gesehen könnten wir jetzt mal auf eine Seite die Reifen machen und auf anderen Seiten die ganz flachen. Aber das wäre doppelt und dreifache Arbeit. Ich würde mich jetzt erstmal dafür entscheiden, dass wir auf jeden Fall die Nankang hinten den 225er aufziehen und vorne den 25er. Und wenn, ohne zu wuchten, ohne groß Gehimmel jetzt machen, einmal die flachen Reifen auf einer Seite aufziehen, um zu gucken, wie das aussehen würde. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich packe den auch mal aus,
So einen gewaltigen Unterschied sehe ich jetzt hier gar nicht. Von der Höhe her. Na doch, ist schon. So ein bisschen. Profilmäßig gefällt mir der besser. Und der wird sich schön stretchen. Aber wir fangen mit dem Nankang an, weil das wäre hier definitiv ohne TÜV. Das wäre nur Optik. Sven hat schon gesagt, wenn das Gewindefahrwerk kommt, richtig runterdrehen, flache Decke drauf, dann sieht das Ding oberaffengeil aus. Das wäre so richtig der Tuning-Sektor. Ralf, was sagst du denn eigentlich dazu? Welche Reifen würdest du denn jetzt nehmen? Du hast ja jetzt hier beide liegen. Die Wulstigen sind definitiv zu dick, ne? Das ist zu viel. Ich denke, das sieht wieder zu modern aus dann. Also ich würde, glaube ich, diese nehmen. Die werden wir jetzt auch aufziehen. Damit fangen wir jetzt auf jeden Fall an. Einen linken, also einen hinteren, rechten haben wir hier. Dass wir hinten rechts eine Felge abbauen. Und dann wollen wir mal gucken, was war da, wie das aussieht. Und vorne haben wir uns ja entschieden für die 205/50/16. Das sieht schon ein bisschen höher aus, finde ich. Aber es sieht gut aus hier. Da bin ich gespannt. Also Julian, wir bauen mal eben Felgen ab. Wir machen eine Seite so, eine Seite so. Oder machen wir gerade alle vier? Mach erstmal nur die rechten ab. Dann suche ich dir die rechten Reifen raus, dass die nur erstmal rechts machen, um zu gucken, wie der Unterschied zu den Ballonreifen ist. Was sagst du? Fällt direkt auf, dass der Reifen flacher ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sieht es immer noch dick aus. Zu dick immer noch? Na, weiß ich nicht. Das Problem ist, es muss im Verhältnis passen zum Auto. Und zur Tiefe des Autos. Das ist immer auch ein ganz wichtiges Kriterium. Ja. Ah, der muss noch einfedern ein bisschen. Der federt auch noch. Ey, ganz ehrlich, komm, wir gehen mal zu. Vorne ist ja ein interessantes Thema. Komm mit. Weil vorne sieht das wulstiger aus. Ich finde es nicht schlecht. Findest du es besser oder schlechter wie auf der Besser, Seite? Aber... Komm mit rüber. Aber komm, zur Anschauung machen wir jetzt auf ganz fix mal eben die zwei ganz flachen Reifen auf die linke Seite. Und dann schieben wir das Ganze mal zurück, wie das Ganze aussieht. Aber das ist auf jeden Fall, das fällt auf jeden Fall weg. Das weiß ich. Aber jetzt will ich nochmal den Unterschied sehen, was man da... Also ist für euch ja vielleicht auch da draußen interessant, dass ihr nicht so viele Fehlkäufe macht wie ich in dem Falle, weil wir haben mit genug Reifen in den Sand gesetzt. So, ich gucke jetzt gar nicht. Ich fahre den jetzt erstmal ein Stück zurück, dass wir uns das besser angucken können. Das ist schon stark. Oh. Guck jetzt mal hier. Wäre noch Luft, den Tacken tiefer zu machen? Ja, Gewindefahrwerk folgt ja. Auf der anderen Seite finde ich vorne immer noch zu wulstig den Reifen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist deutlich besser, aber es ist mir immer noch, mit der Tieferlegung wäre es stimmig. Aber wenn wir jetzt einen Gewinde reinmachen und auf Showcar machen, wie sieht das denn von hinten flacher aus? Das versteht man hier, ne? Ja, das ist Geheimsprache. Guck, funktioniert. Sven, ich brauche deine Meinung. Ja. Auf der Fahrerseite haben wir die flachste Decke und auf der Beifahrerseite die mittlere Decke. Mhm. Hinten fast ein bisschen zu wenig ausgefüllt, finde ich, oder? 2 Zentimeter tiefer, was dann? Dann könnte das wieder funktionieren. Ich sag's jetzt zur anderen Seite, der Unterschied ist ja interessant. Boah. Was stört dich hier auf der Seite, sei ehrlich? Mal gucken, ob du dasselbe sagst wie ich. Ich finde, der wirkt dafür, also hinten zu flach und vorne zu hoch. Ja, genau so habe ich auch gehört. Vorne ist der immer noch zu wulstig, ne? Ja. Müsste vorne vielleicht noch schmaler gehen auf 195. Aber ich fange nicht, also noch mehr Reifen kaufe ich nicht. Das war's jetzt. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Das reicht jetzt mit Reifen. Was für, wenn es dein Auto wäre, was würdest du machen? Die andere Seite. Und wie gesagt, abwarten auf Gewindefahrwerk und dann runter. Tiefgang. Ja. Aber es ist hinten schon grenzwertig, wie das Rathaus ausgefüllt ist. Was ihr jetzt meint mit Rathaus ausfüllen, ist nicht in dem Falle diese Fläche, sondern diese Fläche. Wie viel füllt das Rathaus aus? Und bei der anderen Seite siehst du schon, ist das deutlich mehr. Aber die Felge kommt so geiler zum Vorschein. Ja, auf jeden Fall. Na, es sieht da ein bisschen aus, ob die Felge vom Dreier ist.
Ich finde, das ist schon eher so eine Dreierbereifung. Volle Achse gefällt mir allerdings da besser. Aber du kannst das nicht so mischen. Ich glaube, wir machen Sirenenräder drauf. Also das ist echt eine schwere Geburt. Was willst du machen, Micha? Ich finde die Seite gar nicht so schlecht und würde aufs Gewindefahrwerk warten. Ne? Weil das macht ja viel aus, von, was die Optik angeht. Schade, dass wir keine 17er haben, ne? Also die Felge in 17 Zoll. Das wäre jetzt die perfekte Alternative, da hat der Sven völlig recht. In 17 Zoll wäre das Rathaus schön voll, der Reifen wäre so mittelmäßig flach, nicht so flach wie der. Also doch, 17 Zoll mit dieser Höhe, denke ich, würde perfekt passen. Weil dann hättest du das Rathaus voll, weil die Felge größer ist. Und so ist der Radrollumfang ja auch deutlich zu klein. Also das ist deutlich zu klein. Ich glaube, die Größe fährt man auf dem 3er BMW. Nicht auf dem 5er. Wir sind keinen Schritt weiter. Und nein, wir machen kein 17 Zoll drauf. So weit kommt es nicht. Die 16 Zoll werden draufbleiben. Ich denke, dass wir heute überhaupt noch mal ein bisschen was machen können. Wir wollen das Auto immer auf den Prüfstand stellen. Wir wollen auch mal eine Runde damit fahren. Ich würde sagen, Michael, wir rauschen erst heute mal auf dem Prüfstand, weil das Auto ist noch keinen Meter mit uns auf der Straße gefahren. Ihr wisst ja, das war bis 2014, glaube ich, eingemottet. Und wir fangen mal erstmal an auf dem Prüfstand langsam, was da so passiert. Ne? Ja. Und danach ab auf die Straße. Der ist schon tief, ne? Die ganze Bodengruppe liegt auf. Dann noch flachere Reifen und noch tiefer, Sven. Jetzt muss ich den Sven wieder reinsprechen. Das ist das, was ich meine. Wenn ihr den Rollumfang der Reifen ändert, ändert sich natürlich auch die Bodenfreiheit. Aber einen kleinen Verlust müssen wir halt dahin in Kauf nehmen. Ne? Ja. Und überlegt mal, das ist die mittlere Reifengröße, die so hier TÜV-fähig ist. So wie das jetzt hier steht, aber ihr habt nicht mehr viel Bodenfreiheit. Ich glaube nicht, dass wir die flacheren Reifen drauf machen. Ich finde, das sieht so jetzt auch sehr, sehr gut aus. Motor läuft so ein bisschen hopp, 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 hopp. Merkst du das? Mhm, dicke Nockenwelle drin. Denkt man. Aber ich denke, ja, das liegt an dem nachgerüsteten Cut-System. Da wird nämlich Nebenluft abgezweigt und das klingt so wie ein bisschen Falschluft. Was sagst du? 129 PS? Kriegen wir die zusammen hier? Wenn alles gemacht ist, ja. Ich sag 123 PS. Und erst ab 4.500 geht's da los. Und nur haben wir ja auch ein Drehzahlmesser. Der funktioniert, dass wir gucken können, ob der denn, wie hoch der dreht. Vorher hätten wir es ja gar nicht gucken können. Und was wir jetzt auch gucken können, der Jan schnallt gerade fest, ob die Räder schleifen. Ne, ist frei. Okay, ich kann hier mit dem Finger dazwischen. Mit den anderen Reifen hat es schon fast angelegen. So, wir setzen uns ins Auto und jorgeln mal einen los. Ne? Hier ist unsere alte Tachoeinheit. Da werden wir wahrscheinlich die Tankanzeige ausbauen müssen, weil hier ging sie. Hier geht sie jetzt nicht. Dafür geht der Rest an dem Tacho. So, Warm-up. Zwei Sachen muss ich noch besorgen. Guck mal hier, der hat leider einen Bruch. Und hier muss ich gucken, wie man das repariert. Da ist, glaube ich, eine Feder drin. Das sind so die beiden Kleinigkeiten, die wir noch machen müssen. Und dann ist der halt fertig, ne? Tankanzeige noch. Weißt du, was mich gerade wundert, Micha? Hm? Der hat gar keine hohe Tachoabweichung. Guck, wir fahren jetzt auf dem Tacho so 112. Er hat nicht mal 10 km. Ich fahre jetzt mal genau 110. Ja, 8 km Tachoabweichung, obwohl die Reifen zu klein sind. Und eine gewisse Tauabweichung haben die Autos ja generell. Klingt einfach geil, ne? BMW 6-Zylinder, komplett Serie. Bin gespannt, ob wir echt 129 PS haben. Ich glaube aber, auf der Straße wird sich das sehr, sehr, sehr träge anfühlen. Könntest du dir vorstellen, da den größeren Motor einzubauen? Oder kriegt man den nicht mal eben? Ja, was soll ich euch jetzt sagen? Ich weiß es nicht, Micha. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich würde ihn erstmal so lassen. Wenn sich irgendwann mal was anbietet und das technisch machbar ist, würde ich es, glaube ich, machen. Aber erstmal haben wir ja ein AMG-Projekt vor uns. Mhm. So, vierte Gang. Komm, wir machen bei sehr niedriger Drehzahl hier bei um die 1200 Umdrehungen steigen wir hier mal bei Vollgas ein. Mal gucken, wo es hier richtig losgeht. Und der das auch hat, dass er erst ab 4,5 kommt. Bei 6,250 geht er sehr hart in den Begrenzer. Was haben wir denn da an Leistung? Oh. Ja, wir sprechen ja, hier ist ja kein Prüfstandstag. Wir haben 80 PS an den Rädern oder 75, 78 PS. Ich glaube, das sind keine 129 PS. Aber er ist obere Drehzahlbereich, sieht man eindeutig. Bei 4,5 bricht er einmal kurz ein und dann kommt er wieder zu sich. Machen aber auch direkt gleich zwei Messungen. Vielleicht muss das Ganze hier erstmal richtig warm werden.
Das ist ja das erste Mal, dass wir direkt so hochdrehen. Mhm. Ja, die brauchen wir auch nichts neu einfahren. Oh, das sieht nach Wellen und Tal aus. Aber hey, 123 PS, 157 Newtonmeter. Ja. Alles gut? Der hat auf jeden Fall so lange gestanden, dass wir jetzt eine riesen Pfütze hinterm Auto haben. Und beim jetzt Lauf zerlegt sich der Auspuff dann schon von innen. Also der wirft Rost ohne Ende raus einfach. Echt? Ja. Auch qualmt der Dolle? Rostbraun. Wir machen mal noch einen Test drüber, vielleicht kommt er damit gut klar. Identisch aus, hat ein bisschen mehr Radleistung, klar, weil die Achse jetzt noch wärmer wird. Aber an sich ist das, glaube ich, völlig okay. Wieder 123 PS, also hier kommt auch nichts, 157 Newtonmeter. Läufe sehen absolut identisch aus. Hier brauchen wir also nichts mehr machen. Motorleistung haben wir uns ja auch vorher schon gesagt, dass wir da in dem Raum ungefähr liegen. So, jetzt kommt die große Frage. Würdet ihr das mit 123 PS fahren oder würdet ihr sagen, ey komm, da kann, wenn Zeit ist, mal irgendwann ein anderer Motor rein? Ich würde es fahren mit 123. Auf jeden Fall. Was war das denn jetzt mal für ein Speed im vierten Gang? Komm, das gucken wir mal eben. Das habe ich gar nicht geguckt. 163. So ein Auto wird wahrscheinlich so an die 200 fahren. Mehr fährt der aber auch nicht. Aber an sich, wir fahren jetzt auf der Straße. Was sollen wir jetzt hier diskutieren, wie sich das anfühlen würde? Wir fahren jetzt einfach. Bin mal gespannt, wie sich der Rest bewegt jetzt. Wie sich die Achsen anfühlen, ob da Radlagergeräusche sind, weil die haben wir zum Beispiel nicht neu gebaut. Oh, Fahrwerk merke ich, gerät aber jetzt schon mit der Tieferlegung an seine Grenzen. Das ist halt immer der Nachteil. Zum Beispiel die Firma KW hat mir ja bei diesen Tieferlegungen gesagt, es wäre empfehlenswert, sportlichere Dämpfer zu besorgen. Das sind halt Serienstoßdämpfer. Und da merkt man, die kommen natürlich jetzt bei dieser Tieferlegung stark an ihre Grenzen. Ich bin sehr gespannt auf das Gewindefahrwerk für das Auto, wirklich sehr gespannt. Und wie tief bei denen kriegen, weil viel Bodenfrei haben wir ja nicht, ne? Ist das ein gutes Gewindefahrwerk? Ja, das ist auf jeden Fall schon etwas hochwertiger. Was Federn betrifft, kaufe ich eigentlich immer KW-Federn, das wisst ihr ja. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und bei Gewindefahrwerken habe ich bis jetzt immer auf das sehr, sehr billige zurückgegriffen. Und bei KW, sage ich, haben wir wirklich bessere Fahrwerke. Und das Fahrwerk, was für dieses Fahrzeug kommt, ist von der Firma Raab. Die haben das, glaube ich, für die E28 in Eigenregie entwickelt. Also das ist speziell für die Firma Raab Motorsport hergestellt worden, das Fahrwerk. Ihr seht, Achsenmessung ist nicht gemacht, Lenkrad steht natürlich leicht schief, aber brauchen wir ja auch nicht mal, wenn wir das Fahrwerk eh oben bauen. Boah, ich finde, das Auto fährt sehr bequem. Sollte ja eigentlich baujahrmäßig, naja, 123er Mercedes die Klasse sein. Das ist einer wirklich der allerletzten Modelle, das ist ein 87er und das könnte schon in Richtung 124er hindeuten. Dieses Auto vermittelt definitiv mehr Sportlichkeit wie ein 124er oder 123er Mercedes. Das steht auf jeden Fall fest. Hast du Tiere im Nacken? Ich glaube, mir ist eine Spinne reingefallen. Guck mal bitte. Das ist eine kleine Fliege. Echt jetzt? Guck mal, die haben wir gar nicht gesehen. Ey, es hat sich angefühlt wie eine Spinne. Bei deinem Stirnacken kein Wunder. Ja, richtig. Was ist eigentlich mit Pumpen bei dir? Ja, Junge, die Zeit will vorbei. Du machst lieber heute auf Pferde, ne? Ja, aber ich bin immer noch angemeldet im Fitnessstudio. Und noch auf unter fester Haube, ne? Mhm. Bist du glücklich mit deinem Leben im Moment? Ja. Was ist der meiste Stressfaktor? Alles unter einen Hut zu kriegen. Arbeit, Freizeit, Streams, Frau, Studium, Familie. Das ist wirklich viel. Weil ich kann, das ist bei mir genau das Gleiche. Ja. Ich merke, dass manchmal einfach der Tag schon stressig ist. Man denkt, wir machen nur ein paar Videos, aber da gehört eine ganze Menge mehr zu, eine Firma zu leiten und, und. Also, ich weiß, was du meinst. Die Wahl ist 123 oder gehen? Oh, das ist natürlich eine ganz gute Frage, die du mir stellst, aber das macht viel abhängig vom Getriebe. Bei BMW zum Beispiel bin ich definitiv eher der Fan vom Automatik, vom Schaltgetriebe, weil dieses Auto sportlicher für mich ist. Und beim Mercedes muss ich leider in aller Deutlichkeit sagen, der 123er S123 mal mit dem Kompressormotor bockt beim Durchzehren, aber für zum Cruisen sehe ich da eher den Automatik. Soll ich auf einen Treffen fahren oder sollen wir nur von A nach B fahren? A nach das B. Ist, von A nach B würde ich den Mercedes nehmen. Aber hier die Schaltung ist halt göttlich. Also das muss man sagen. BMW
BMW und Schaltgetriebe finde ich Bombe passt zusammen. Mercedes und Schaltgetriebe finde ich passt nicht so perfekt zusammen. Eigentlich muss Mercedes meiner Meinung nach Automatik sein. Und ich weiß, dass ganz viele, was das Thema Leistung betrifft, sagen, nee, muss Schalter sein. In dem Falle, wie gerade, finde ich es bei unserem gar nicht so falsch. Aber hier eine Automatik wäre eine Katastrophe. Ich glaube, langsam auch. Ja, wird mit Beton an der Erde stehen. Ich glaube, unser 123er mit dem 200er Motor hat ja 109 PS. Der hat, glaube ich, 105 auf dem Prüfstand. Mit der Automatik brauchst du nichts versuchen. Das ist einfach nur einfach ein bisschen rumfahren. Aber ich glaube auch hier, das wird keine Bäume auslassen. Aber guck, wie leise der von innen ist. Ja, sehr. Boah, leise. Auch generell, wie man hier sitzt. Ja, sehr angenehm. Sehr, wirklich, finde ich auch. Lenkrad auch sehr schön, also finde ich, sieht schön aus. Dieses zu mir geneigte Armaturenbrett finde ich auch sehr schön. Also BMW hat damals schon geile Autos gebaut. Guck, wir machen das jetzt mal nicht aus einem richtig niedrigen Gang, wir fahren mal so aus 2500 bei 60 km/h Vollgas. Und da merkst du schon, er reißt kein Baum aus. Ist Vollgas? Ja klar. Jetzt merke ich, wie er kommt. Leichte Aussetzer. Ah, jetzt kommt er richtig. Also du musst den hoch drehen, dass der richtig zieht. Tja, was machen wir motormäßig? Das, was viele in den ersten Video, zudem haben viele gelesen, ach, schade, nur 520, sehr lahm, beschleunigt nicht, habe ich mich von getrennt. Mir ging es hier aber wirklich um den Zustand, weil das, was ich schon mal sagte, karosseriemäßig, lackmäßig, können wir bei uns nichts machen. Alles nur so beifummeln. In dem Falle fällt mir gerade was ein, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ihr seht jetzt die vordere rechte Stoßstangenecke. Die war ja weggerostet. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ralf hat das lackiert. Wie hat das gemacht? Alles wieder selber lackiert. Und jetzt können wir hier mal aus dem ersten durchziehen. Komm, wir lassen es direkt sein. Wir schalten einfach. Das ist, er ist nicht dafür gemacht. Nee, dafür ist er nicht gemacht. Also, das macht keinen Sinn. Da kannst du direkt fünfte Welle rein und smoothst du einfach ein bisschen durch die Gegend. Dafür sieht es aber geil aus. Das muss man ja sagen. Ich glaube, gerade das Bild von außen sieht echt schön aus. Aber passieren tut er hier rein gar nichts. Ne? Also, da haben wir wieder ein richtig schönes Auto auf die Straße gebracht. Ich finde, es hat jetzt auf jeden Fall im Style, so wie das Auto auch, Achtung, 1987 ausgesehen hätte. Also die Felgen gab es zu der Zeit schon, diese Reifengröße gab es zu dieser Zeit auch schon und so sind die Autos früher rumgefahren. So war das ein getunter BMW. Ja, ist mit Geschmack. Also genau, so gibt es auch problemlos ein H-Kennzeichen. Bei der flacheren Reifengröße bin ich mir nicht sicher, man könnte es per Einzelabnahme, habe ich nachgefragt, eintragen lassen. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, ob es da nicht schon Probleme mit dem H-Kennzeichen gäbe. Wobei ich glaube, auch per Einzelabnahme ist das für das Haar auch kein Problem. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein TÜV-Prüfer, der das sagen kann. Aber so im Ganzen würde ich sagen, ist das echt ein rundes Ding geworden. Ein ganz tolles Auto, finde ich. Und ich denke, der wird ab jetzt bei uns relativ vorne im Museum stehen, weil die nächsten Treffen liegen an. Und dann werden wir damit mit Sicherheit auch mal zum Treffen fahren. Für euch war das jetzt die Videoreihe, wie wir mal ein E28 ein bisschen aufgebaut haben. Wir müssen ein paar Kleinigkeiten machen, wieder Tanknadel, Schaltknauf. Und dann sind wir auch wirklich durch mit dem Projekt. Und ich freue mich, dass der wirklich wieder fährt. Obwohl, so durch sind wir ja noch nicht. Kommt ja noch das Gewindefahrwerk. Ich weiß nicht, wenn ihr Bock habt, das ist ja eigentlich für euch interessant. Wenn ihr Bock habt, sagen, Mensch, das wollen wir auch sehen, wie ihr das Gewindefahrwerk einbaut und dann nochmal vergleicht. Weil das nächste Video dann dazu wäre ja definitiv nur noch Fahrwerkräder. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten war dieses mit der Videoreihe fertig und ihr bekommt nur ein paar Bilder, wenn das Gewindefahrwerk drin ist. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.